Möchtest du die Energien der Woche gerne wissen? Ja, hallo meine Lieben. Heute mal anders und zwar über diese Aufzeichnung. Ja, es ist Zeit für dein Leben, für dich, weil du wertvoll bist. Hast du schon einmal auf meine Homepage geschaut? Bist du schon am Newsletter angemeldet? Ich lade dich ein. Melde dich am Newsletter an. Du erhältst ganz viele Gratisgeschenke. Meditationen, Geschichten, Botschaften, Seelenbotschaften, energetische Tipps, spirituelle Tipps für die Seele. Und das alles auch ganz locker und leicht in den Alltag einzubauen. Ja, und es geht auch bald jetzt ein Newsletter hinaus mit einem sensationellen Angebot von Sonja und mir. Wir möchten dich einen Monat lang begleiten in die Freiheit und Erfüllung. Ja, es hilft uns Menschen sehr oft, wenn wir begleitet werden von dem alten Ufer über den Fluss auf ein neues Ufer, auf in ein neues Leben. Es steht wirklich energetisch alles auf Neubeginn. Und einen Neubeginn zu starten, ja, da haben oft die Menschen Angst. Ängste, Blockaden. Ja, es gibt sogar die Angst vor der Liebe. Angst vor Erfolg. Angst, verlassen zu werden. Existenzängste. Das ist dann die Blockade, dass keine Erfüllung in dein Leben tritt. Angst, seine eigene Berufung zu leben, sich zu verwirklichen im Leben, Selbstverwirklichung. Also, melde dich auf meinem Newsletter an und du erhältst alles Notwendige, alle Informationen. Genauso gebe ich immer wieder Energieübertragungen raus. Jetzt läuft gerade eine für diesen Vollmond heute, für die Portaltage. Donnerstag und Freitag. Heute 24. Vollmond. Daher mache ich heute diese Aufzeichnung. 25., 26., also schon morgen und übermorgen Portaltag. Du wirst immer rechtzeitig über alles informiert, wenn du auf den Newsletter kommst. Und komm jetzt gleich, mach diesen einen Klick. Es kostet dich nichts. Es ist vollkommen unverbindlich. Und du kannst dich jederzeit abmelden, ja. Aber hol dir diese vielen wertvollen Tipps und das Angebot von Sonja und mir, sowie diese Energieübertragungen, die ich immer wieder rausgebe. Kanalöffnung ist jetzt gerade, energetische Reinigung, ja. Neuausrichtung, Anhebung deines Lichtkörpers. Es tut sich so viel und ich bin mir ganz sicher, dass du das schon mitbekommen hast, dass auch du es fühlst und spürst. Kein Stein bleibt mehr auf den anderen und das ist eine hochenergetische Woche. Darum finde ich es so wunderbar, dass viele mitmachen bei dieser Energieübertragung, die ich am Wochenende rausgegeben habe für 4 Tage. Diese Menschen sind wirklich bereit und offen für Veränderung, bereit, ihren Kanal endlich zu öffnen, den Ruf ihrer Seele zu folgen. Und das geht viel schneller, wenn du dich begleiten lässt, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Das zeigt von wahrer Stärke und Mut. Auch ich habe Hilfe in Anspruch genommen im Jahr 2000 und habe so meine Berufung gefunden. Wurde so befreit von diesen ganzen Blockaden, von diesen ganzen Gelübden und Gelöbnissen, von den Ängsten. Und das biete auch ich dir an und Sonja und ich gemeinsam. Auf meiner Akademie, du findest auch den Link, schau hinein, nimm dir kurz diese Zeit und sei es dir selbst wert. Da gibt es diesen wunderbaren Kurs, den Transformationskurs. Da begleite ich dich 8 Wochen. Es geht schneller, du lernst viel mehr
und du hast einen Menschen an deiner Seite, der schon 20 Jahre Erfahrung hat und diesen Weg selbst gegangen ist, nämlich mich. Das ist meine Seelenaufgabe hier auf der Erde und du bist dazu aufgerufen, auch deinen Weg zu gehen. Endlich, lass nicht noch mehr Lebenszeit verstreichen, es ist so schade. Die meisten möchten alles dann in der Pension machen oder stecken ihren Blockaden und Ängsten schon ewig fest. 2012 hat so viel schon begonnen und noch immer sind Menschen gefangen in sich selbst, haben energetische Mauern um ihr Herz aufgebaut, ja, können keine Partnerschaften wirklich in Wahrheit leben, in Freiheit, üben noch immer nicht ihre Berufung aus, erfinden keine Erfüllung. Die Gesundheit eckt jedes Mal an. Ständig ist irgendetwas mit dem Körper. Mit den Kindern vielleicht. Ja? Du kannst ja auch dann so wunderbar deinen Kindern helfen. Wenn du zum Beispiel den Kurs Seelenaufgabe leben machst, dann lernst du von mir all das Wichtigste, dass du dir, deiner Familie und wenn du auch möchtest, anderen Menschen helfen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du begleitet wirst, geht es ganz schnell. Und ein erfahrener Mensch, der selbst den Weg gegangen ist und schon lange in diesem Bereich arbeitet, vor allem an Menschen selbst auch gelernt hat. Jeder Klient bringt mir immer wieder Geschichten mit, die sehr interessant sind und sich aber wunderbar auflösen lassen. Ja? Es sind hunderte Klienten in 18 Jahren, ja? Also der wirklich selbst am Menschen auch schon gearbeitet hat. Das biete ich dir an und auch den Weg gemeinsam mit Sonja und mir. Dieses sensationelle Angebot geht jetzt bald hinaus. Also mach diesen Klick, melde dich an. Seelenaufgabe leben, Transformationskurs. Ich kann dir auch noch empfehlen, Wunder werden wahr auf meiner Akademie. Da sind Channelings. Das ist noch ein geringer Preis. Der Preis wird wahrscheinlich im November jetzt dann erhöht oder spätestens Dezember, habe ich noch nicht entschieden, aber das sind noch die Premiumpreise. Also schlag zu, es ist bald vorbei mit diesen Preisen. Wunder werden wahr, das sind Channelings, ja, wo du während du sie anhörst, energetisch auch bearbeitet wirst von der geistigen Welt. Da ist Energie drin, ja, bei jedem Video, bei jedem Audio, was ich mache, geschieht das. Es ist nicht einfach alles so, auch wenn du das mit deinem menschlichen Auge nicht siehst. Wunder werden wahr, Channelings, der Meisterkurs, ja, die 12 göttlichen Strahlen, die ganz intensiv wirken, während du diese Audios dir anhörst. Und es sind wirklich noch ganz geringe Preise und leistbar. Also, Selbsthilfe-Schnellkurs ist auch drauf. Ja, da bekommst du die wichtigsten Werkzeuge an die Hand, wie du dir selbst helfen kannst, damit du auch aus der Abhängigkeit von Therapeuten hinausgehst. Schau dich um, schau, was ist dein Impuls, was spricht dich an und buche jetzt. Diese Preise werde ich nicht mehr lange lassen, sie sind wirklich sehr günstig. Ja, und jetzt zu den Energien. Heute Vollmondenergie, Manifestationsenergie, Vollmond im Stier. Wir haben noch immer die rückläufige Venus. Die rückläufige Venus, ja, die bringt vieles ans Tageslicht, vor allem auch die Liebesgeschichten, Partnerschaftsgeschichten werden so richtig schön durchgerüttelt. Wo ist Fundament der Liebe vorhanden? Wo ist das Fundament Liebe und auf Liebe die Partnerschaft aufgebaut, aber die Partnerschaft auch zu Kindern, zu Kollegen, zu den Nachbarn, zur Familie, also in die rückläufige Venus ist nicht nur rückläufig bis 16.11., sondern sogar teilweise, ich bin jetzt kein Astrologe, aber das geht bis Jänner rein. Und hier kommen auch in dieser Zeit Menschen aus der Vergangenheit auf dich zu. Ja, beachte auch dies. Es melden sich plötzlich Menschen, an die du vielleicht schon gar nicht mehr gedacht hast oder die vor Jahren mal in deinem Leben waren.
Und es geht, Venus ist ja Liebe und hier extremst um die Liebe. Ja, Partnerschaft, Riesenthema zurzeit. Ich kann dir auch gerne in Einzelterminen helfen, wenn du möchtest, per Telefon, per Skype oder per WhatsApp telefonieren, wenn du aus dem Ausland bist. Es ist alles wirklich möglich. Ja? Also melde dich einfach. Ja, die Portaltage morgen und übermorgen. Es ist ja so, dass Energien immer so 2-3 Tage vorher schon wirken und auch nachher. Und jetzt wirkt schon die Vollmondenergie seit dem Wochenende und die Portaltagsenergien wirken jetzt zusätzlich. Und da kann es bei manchen Menschen ganz schön rund gehen. Ja, Portaltage, die Schleier sind sehr dünn zur geistigen Welt, aber auch zu deiner Seele. Und wenn geht, auch ab und zu dir bitte Ruhe gönnen. Es kann bei manchen Menschen sein, körperliche Symptome, Kopfschmerz, Migräne, Gelenkschmerzen, Kreuzschmerzen, die Müdigkeit. Ja, das kann alles sein. Man kann sich auch fühlen wie in so einem Schwebezustand, kann nicht klar denken, klar entscheiden. Lass das alles dann bis nächste Woche. Raste dich aus, geh in die Ruhe. Und wenn du möchtest, dann schau mal durch dein Seelenfenster, denn der Schleier ist einfach dünn an diesen Tagen und man kann sehr viel auch empfangen. Die, die dabei waren bei der Energieübertragung, noch dabei sind natürlich, da ist der Kanal geöffnet und die werden das sehr gut können. Ja, so, die Energien weiter. Ich habe Karten gezogen. Und zwar eine Seelenkarte, die weist uns nochmal darauf hin, lachen. Ja, auch wenn es schwerfällt, zieh die Mundwinkel für 90 Sekunden nach oben durchgehen. Und das löst im Gehirn schon aus, dass du lachst, auch wenn dir nicht zu lachen zumute ist. Das kannst du ja mal ausprobieren. Lachen erlöst einfach. Du nimmst deine Sache nicht mehr so ernst. Du entspannst dich, wirst ruhiger und gelassener. Erlaube dir, dass Spiel und Spaß ein Teil deines Lebens werden und es werden sich dir neue Wege und Möglichkeiten auftun, die dir mehr Freude und Zufriedenheit schenken. Ja, desto mehr du in der Energie des Lachens und der Freude bist, desto besser ist es. Für alles, für Körper, Geist und Seele, aber auch für deine Unternehmungen, für deine Ziele. Entschuldigung, es ist auch so, wenn man gut drauf ist und in der Freude betet, dann hat das Gebet eine viel höhere Schwingung, als wenn du in der Opferhaltung und im Jammern flehst und betest. Ja, und dann habe ich eine Krafttierkarte gezogen für diese Tage jetzt, Vollmond und Portaltage, und zwar kam da der Kojote, närrische Weisheit. Unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Na, das stimmt ja, die kommen garantiert. Faktoren, die du nicht berechnen und willentlich steuern kannst. Ja, alles kann man nicht immer steuern. Es kommt auf einen zu und durch den Vollmond ist es auch so, dass plötzlich Dinge auf dich zukommen, plötzlich Dinge eintreten. Deine ureigene Kraft möchte sich entfalten, die Kraft deiner Seele. Dies geschieht jedoch nicht so, wie du es dir vorstellst und wünschst, sondern so, wie es richtig ist. Manche Kräfte können sich erst entfalten, wenn wir bereit sind, die Schatten in uns zuzulassen und zu erlösen. Doch vertraue, du wirst sicher geführt. Alles hat seine Richtigkeit. Oft können wir das wahre Ausmaß einer Situation, in der wir uns befinden, nicht erkennen. Scheue Fehler nicht und zögere auch nicht. Ab und zu etwas hinter dir zu lassen. Sei bereit, in den Spiegel deiner Seele zu schauen, ohne zu bewerten, zu unterdrücken oder auszublenden, was du siehst, und geh in deinem Tempo weiter. Ja, jetzt bieten sich die Tage an, in deine Seele zu schauen. Auch wenn du da Hilfe brauchst, wende dich gerne an mich.
Der Kojote hilft dir, auf deine Intuition, auf die Stimme im Inneren zu hören, auch wenn du das Gefühl hast, erst einmal ein unerwünschtes Schattendasein zu führen und dich mit zugeworfenen Häppchen begnügen zu müssen. Ja, wie gesagt, Freiheit und Erfüllung mit Sonja und mir. Begnüg dich nicht mehr mit Häppchen. Steh auf, ermächtige dich selbst, erlaube zu empfangen. Und ganz wichtig ist, nicht nur hören und lesen, ja, aufnehmen, ständig Weisheit und Wissen aufnehmen. Es gehört umgesetzt. Komm ins Tun. Es benötigt für uns Menschen auf Mutter Erde auch Handlungen. Ja? Das Glück, der Frieden und die Freiheit beginnen in unserem Inneren. Der Kojote erlöst dich aus den Fallstricken der Vergangenheit. Mit seiner Hilfe verabschieden sich alte Muster, die zu liebgewonnenen Gewohnheiten geworden sind. Du wirst erfahren, wie schön es ist, frei zu sein, deiner Intuition zu folgen, durchatmen zu können, dich nicht mehr verbiegen zu müssen. In diesem Moment wirst du Gevatter Kojote aus tiefstem Herzen danken. Dein Leben wird dir neu geschenkt. Was immer auch geschieht, ich vertraue und weiß sicher, dass es meinem Wohl, meinem Besten dient. Ja, Krafttier Kojote, brauchst du nur zu bitten, und er soll dich mal über diese Tage jetzt begleiten und dann achte auch auf Zeichen und komm ins Tun. Die Affirmation nochmal wiederholt, was immer auch geschieht. Ich vertraue und weiß sicher, dass es meinem Wohl, meinem Besten dient. Ja, und jetzt noch, manche haben es ja nicht so mit den Krafttieren, jeder ist ja unterschiedlich und Gott sei Dank haben wir viele Möglichkeiten. Wir sind ja auch einzigartig, individuell und da darf es viel mehr von der geistigen Welt geben. Wem immer du auch möchtest, lade ein und erlaube, dass dir geholfen wird. Wir haben dann von der Engelwelt dazu Erzengel Raguel. Ja, also auch den kannst du bitten, dich über diese Tage jetzt zu begleiten, dich zu führen, zu unterstützen. Erzengel Raguel, der ist nämlich dafür klar fühlen. Es geht immer mehr um Klarheit. Klarheit im Denken. Klarheit, was möchtest du? Klarheit über deinen Weg hier auf der Erde. Klarheit über deinen Seelenplan. Ja, klar, 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 werde dir klarer, klarer, werde dir bewusster, immer bewusster. Was tust du hier? Wer bist du? Wozu bist du hier? Ja, was ist als nächstes zu tun? Werde dir immer klarer und die geistige Welt unterstützt dich. Ja, Erzengel Raguel, nämlich klar fühlen. Es gehört das Fühlen dazu. Das Fühlen ist ja extrem wichtig. Und zwar, achte, er sagt dir, achte auf deine wiederkehrenden physischen und emotionalen Gefühle, da sie ein Hinweis auf göttliche Führung sind. Bitte würdige deine Gefühle. Fürchte dich nicht vor tiefen Emotionen oder intensiven Gefühlen. Ich, Raguel, kann dir helfen zwischen deinen eigenen Gefühlen und jenen anderer Menschen zu unterscheiden. Ja, wir übernehmen auch oft Gefühle von anderen. Zudem werde ich dir helfen, alle Energien zu reinigen, die du vielleicht absorbierst. Ich werde dich zu Menschen, Situationen und Orten mit klarer und liebevoller Energie führen. Ja, es geht nämlich jetzt immer mehr darum, schau auch bitte, welche Menschen tun dir nicht mehr gut. Ja, räume aus, miste aus, überall, wo auch immer, in dir, in deiner Wohnung, in deinem Freundeskreis, in deinem Familienkreis, wo auch immer. Ja, welche Menschen und Situationen tun dir nicht mehr gut und bekomm ins Tun und Handeln.
Manche müssen sogar umziehen, weil sie sich nicht mehr wohlfühlen an dem Ort. Ja, alles gibt es hier. Schau wirklich, was ist bei dir jetzt nicht mehr in der göttlichen Ordnung? Mit was oder wen fühlst du dich nicht mehr wohl? Deine wiederkehrenden Emotionen und physischen Empfindungen halten wichtige Informationen bereit. Daher achte bitte auf diese Gefühle und handle entsprechend. Also, da hört ihr es ja schon wieder. Sie sind Antworten auf deine Gebete. Ja, oft beten die Menschen, erhalten zwar Zeichen und Antworten, übersehen die aber. Ja? Also da kannst du bitten um ein klares, verständliches Zeichen. Ja? Weil sie dann wieder durch den Tag hetzen und wundern sie sich so, und jetzt habe ich nichts bekommen. Ja? Also klare Bitten, auf klare Bitten erhält man klare Antworten. Das ist Resonanzgesetz. Bitte Raguel, bitte mich Raguel, dir zu helfen, verwirrende Botschaften zu entwirren, damit du genau weißt, welche Schritte du vornehmen musst. Vergleichbar einem Flugzeuglotsen überwacht Raguel sowohl die Erzengel als auch die Engel und sorgt dafür, dass zwischen ihnen allen Harmonie, Kooperation und Ordnung herrscht. Auf die gleiche Weise wird er dir und euch allen helfen, deine Gefühle zu entwirren, zu klären und dich in die Lage versetzen, dir auch deine Emotionen bewusst zu machen, sie zu verstehen und entsprechend zu handeln. Ja? Also, Raguel, der Kojote, ja, lachen, kannst du das Video nochmal anhören, und die begleiten dich jetzt gerne über die Vollmond- und Portaltagsenergie. Ja, als nächstes werde ich noch eine Meditation aufnehmen, die schicke ich dann extra hinaus. Also, du erhältst dann die Meditation über meinen Newsletter oder und in der göttlichen Essenzgruppe auf Facebook von Sonja und mir und auf meiner Fanpage auch auf Facebook. Also ich hoffe, du bist irgendwo auf einem dieser Kanäle, und dann wünsche ich dir viel Freude mit der Meditation. Es wird eine atlantische Meditation mit 5 dimensionalen Energien, und zwar mit der Kristallenergie, 5-dimensional. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich mich das ja abhebe, nichts mehr mit 3D, sondern mit 5D, und so sind auch meine Kurse aufgebaut. Alle meine Kurse sind gechannelt, sind an die 5. Dimension schon angelehnt, sage ich immer, ja, und diese Dimension ist einfach Liebe, Leichtigkeit, Freude, Gesundheit. Ja, das ist alles so wunderbar. Also wenn ich da mich verbinde und da so, ich sage immer, meinen Spaziergang mache, dann ist das wirklich der Himmel auf Erden, das Paradies. Und das kann man für sich schon alles haben. Ja, das geht. Ja. Und wir machen zwar noch einen Spagat, sage ich immer, zwischen 3D und 5D, aber die fünfdimensionale Energie, die kristalline Energie, ist doch sehr, sehr hochschwingend. Manche Menschen können sie halt noch nicht aufnehmen, sind blockiert, haben Ängste, das behindert dann natürlich das Ganze, oder haben ihre Kanäle einfach nicht offen, haben noch in der Wirbelsäule viele Karma-Knoten sitzen oder hängen da an karmischen Verstrickungen, Verbindungen, tragen noch so viele Muster von Ahnen, Vorfahren, Mutter, Vater. Die sind ja abgespeichert im Zellgedächtnis, in den Intelligenzfeldern der Organe und in den Zellen. Und da gehört es auch hinaus. Nicht nur aus dem unsichtbaren Körper, da haben wir auch den Emotionalkörper, den Mentalkörper, den Ätherkörper, den spirituellen Körper. Wir haben unsere Seele, ja, ist ja auch diese Energie, ist ja auch in Paralleluniversen unterwegs, ja, in höheren Dimensionen.
Dort überall gehört transformiert. Nicht nur im Hier und Jetzt in 3D und am Körper oder im Geist, sondern ja, über Dimensionen, über die ganze Ahnenfamilie, über Mutter, Vater, die Zellen, alles gehört hier gereinigt und Transformation eingeleitet. Die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung in allen Dimensionen deiner Existenz. Und da bin ich zu Hause und da kannst du gerne auch mit mir diesen Weg gehen und auch jede Meditation, jedes Audio enthält schon sehr hochschwingende Energie. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit Vollmondenergie, Portaldagsenergie, mit der rückläufigen Venus. Alles Liebe, bis bald. Tschüss, deine Sissi Göttling.